Hallo zusammen, heute mal ein Video über chinesische Ali-Produkte, die nicht ganz so gut funktionieren oder, ja, fairerweise gesagt, die etwas komisch sind. Denn ich habe hier oben über meiner Werkbank so eine Traverse mit diversen LED-Leuchten, weil ich einfach sage, ja, Licht ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Licht. Und die gleichen Scheinwerfer habe ich aber bei mir außen an der Halle für den Bewegungsmelder schon seit, ja, auch 2-3 Jahren. Und da draußen, da sterben die wie die Fliegen. Letztendlich handelt es sich immer um die gleichen Scheinwerfer. Also ich behaupte mal, die sind baugleich. Das ist der hier. So, ich habe schnell nochmal einen geholt. Also von der Bauart her sind die quasi identisch aufgebaut. Sie sind nicht ganz gleich, wenn ich das richtig sehe, weil die einen sind zum Beispiel hier vernietet, die anderen sind verschraubt. Es ist einfach nur relativ dünnes Blech. Also das ist mit Sicherheit nichts besonders Hochqualitatives, aber dafür kosten sie auch nur, ich glaube, 5 Euro. Aber wie gesagt, die Dinger sterben wie die Fliegen. Und jetzt werden wir den hier heute mal aufmachen und mal gucken, was hier innen drin den Geist aufgegeben hat. Komischerweise ist bei dem hier rein optisch nichts zu sehen, was abgekohlt ist, aber das werden wir dann vergleichen mit dem hier, welches Bauteil das jetzt da erwischt hat, und ja, dann schauen wir weiter. Jetzt holen wir mal den Schraubenzieher raus und das Stativ, damit ich das Handy aus der Hand legen kann. Was sich denn da verabschiedet hat. Und hier hat sich verabschiedet. Also wirklich bemerkenswert ist schon mal die Anbringung des Schutzleiters. Ich habe fast das Gefühl, als ob der das war. Das Ding hat so einen Kurzschluss gegeben, dass der hier durchgezündet hat auf den Schutzleiter, der hier unten eingeklemmt war unter der Aluminiumplatine. Und der hat hier das ganze Zeug hier rüber geschubbelt, weil der Widerstand ist noch ganz, wenn ich das richtig sehe. Der ist nicht durchgebrannt. Ja, das hat vermutlich wirklich irgendwo in der Platine so einen Kurzschluss gegeben, dass der auf den Schutzleiter runter ist, und der hat dann hier unten durchgezündet, Kurzschluss, fertig. Ja, was will man machen? Kaputt ist kaputt. Wie gesagt, für den Außenbereich nur abzuraten, die sterben wie die Fliegen. Innen habe ich bis dato wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil die Dinge einfach für den Preis unschlagbar sind. Ciao!